Meine Freunde, willkommen zum einzigartigen Meeresbodensimulator 2000. Willkommen zurück zu Soma Teil 23? Ich glaube schon. Wir suchen ja immer noch den Weg nach Tau und haben gestern dafür gesorgt, dass wir Stromausfall haben, indem wir den scheiß Schalter hier abgerissen haben. Nun ja. Ich bin ein bisschen curious über den Weg hier, weil hier extra eine Tür ist. Wir einfach mal langlatschen sollten. Oh, da hinten. Wir können doch wahrscheinlich einfach dem Kabel folgen, oder? Nee. Da ist eine Lampe. Ich dachte, wir können nicht ins Dunkle gehen, weil sonst kommt dieses riesige Scheißvieh und frisst uns. Klingt ja hier unter Wasser wie ein scheiß Gewitter, Alter. Geht doch gar nicht. Was ist denn da los, ey? Ja, wir halten uns auf jeden Fall daran. Aua! God damn it! Wow, Fische, Alter. Ah. Aua. Die Drecksviecher. Alter. Das war nicht freundlich. Damit habe ich nicht gerechnet, Bruder. Und überall, wo keine Lampen sind, folge ich einfach den. Den Knicklichtern. Sind die extra so Strömungsapparate angebracht oder was? Um die Viecher fernzuhalten? Kann das sein? Könnte es sein? Ich weiß es nicht genau. Let's find it out. Da hinten sehe ich schon erste. Oh nein. Bleibst fern, ihr Viecher, Alter. Tiefseeungeheuer. Scheiße, was ist denn hier los, ey? Oh. Oh, erstmal ein bisschen Ruhe. Oh, kurzzeitig ein bisschen Ruhe, zu wenig Strom. Gucken wir erstmal, was wir hier meinen können. Can you hear this? Anyone there? This is Tau. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tau. What? How did you came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tau, keep the doors unlocked. We're coming in. Okay. Fahren wir hiermit nach unten oder was? Master Switch. Wir heilen uns aber erstmal. Falls uns das jetzt nicht den letzten Rest vom Strom kostet. Ja. Licht ist aus. Super. Hat das jetzt geklappt oder eher nicht so? Jetzt ist alles aus. Okay, wie kommen wir denn da hin? Garage.
für ein U-Boot? Digga, wir müssen da rein. Hat sich jetzt irgendwas getan hier? Sind die Lichter da angegangen, oder? Nee, hat sich gar nichts getan. Gut, wir müssen nochmal rausgehen und dann in die Garage rein. Unglaublich, dass wir hier ein paar tausend Meter unter der Erde, also unter dem Meeresboden sind. Status. Daten nicht abrufbar. Steuerung. Tau. Aha. Wir geben den einfach mal hinterher, würde ich sagen. Hier sind die Lampen ausgefallen, deswegen. Boah, macht der komische Geräusche, Alter. Bisschen schnell unterwegs, der Freund. Boah, klingt so unheimlich. Schon krass. Boah. Boah, jetzt ist die Strömung ja richtig heavy hier. Warte. Nicht weg, viel, nicht wegfahren. Oh, oh Gottes Willen. Shit. Where are we running? Ah! Oh, Scheiße. Bro. Einfach weggerotzt. Oh Gott. Eine Höhle, Bruder. Krebsen. Und seltsamen Störsignalen. Hä, sind wir hier in irgendeinem Tier drin, Alter? What the fuck? Gut, dass die Knicklichter hier schon seit Jahren brennen. Zum Licht. Oh, Alter, was ist denn hier los, Junge? Wir gucken gar nicht, was da passiert hinter uns. Wir laufen einfach, Digga, wir laufen einfach. Wir rennen. Wir rennen einfach. Gott, das ist so bedrohlich, Alter. Oh, fuck, Alter. What the actual fuck, ey. Wow. Das, also, die können auf jeden Fall ohne dauernd Jumpscares einzubauen so bedrohliche Spiele herstellen. Das ist Wahnsinn. Also, Frictional Games, Digga, ihr habt wieder mal Großartiges geleistet. Sehr nice Game. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind in Tau angekommen. Boah, das ist noch nicht mal eine Tür. Schwenke. Wow. Tau. Wasser abpumpen, bitte.
Alter. Aufregend. Wir haben es tatsächlich geschafft, Alter. Ach, was ist jetzt? Kurzer Ruckler. Never been happier to be inside. Let's find the Ark. Tauchraum. Hier ist auf jeden Fall einer rausgegangen. Oh, oh. Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys all right? What happened here? Catherine. We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Es wäre doch ganz gut, wenn wir bald mal... HK3 ist aktiv. Und wer ist 3? Kotzi. Oder Yoshida. Orton. Omicron. Tau. Observatory. Bei der Climber Station ist einer aktiv. Überall solche Riesenshots. Kommt da etwa jemand oder was? Ich glaube, jemand hat diesen Scheiß hier betreten, Alter. Okay, hier sind wir. Living Area. Laboratories. Da ist eine Tür. Oh je. Das wird ja aufregend. Wow, hat er auf jeden Fall auch. Schon ordentlich für... strukturelle Veränderungen gesorgt. Okay, das ist krass. Das scheint was sehr Besonderes zu sein, ja? Da muss ich aber ganz schnell los. Oh Gott.
Oh Gott! Wow! Ja, oder was ist das denn? Was ist das denn, Bruder? Der kommt hier rein! Was ist das? Warum tötet er mich nicht einfach? Weil ich ihn angucke? Kann er sich nur bewegen, wenn ich ihn nicht angucke? Sieht so aus. Ne, wenn ich ihn anleuchte. Ah! Oh, okay. Das war dann doch ein bisschen zu nah gewesen. Oh, scheiße, was ist das denn für ein Tier, Alter? I really don't like this shit. Boah, leck mich doch, Alter. Oh. Der Berg bittet mich einfach übelst. Ach, Digga. Ah, okay, wir sind wieder am Anfang. Ich skippe das mal kurz für euch. So, Leute, ich hab's nochmal neu gemacht. Und actually, da jagen uns sogar zwei Viecher. Das wusste ich nicht. Es gibt einfach noch ein Vieh, was uns jagt. Und zwar das Ding, was am Anfang in diesem komischen Aufzug war, wo wir runtergefahren sind. Wir müssen das Ding irgendwie deaktivieren, es ist einfach zu mächtig. Das geht ja gar nicht. Hab mich jetzt einfach mal in seinem Anzugschrank versteckt. Boah, Alter, das ist das fieseste Monster bisher. Ich weiß noch nicht, wie man das aufhält. Ich weiß noch nicht, auf was es reagiert. Licht, Bewegung, Geräusche. Ich weiß nicht, ob es sehen kann oder nicht sehen kann. Auf jeden Fall kann ja offensichtlich keine Türen öffnen. Komplett wahnsinnig. Du Wahnsinnige! Hör mal!
lasst mich auch nicht in Ruhe. Also wir kommen hier in der Folge nicht mehr zu Rande, Leute. Wir müssen das auf die nächste Folge verschieben. I'm sorry. Oh. Das war eine komische Tastenkombination. Also, meine Freunde, wir sehen uns zum nächsten Teil in Soma. Dann gucken wir mal, wie wir den Typen loswerden. Also gut, dann haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.